Fab40Style und schön, dass ihr wieder dabei seid. Freut ihr euch auch so auf den Frühling? Ach, ich finde das ja so genial und ja, das ist ganz passend. Ich passe da dann auch immer ein bisschen meine Pflege an und ja, das wird schon fast so ein kleines aufgebraucht, weil die beiden Schätze haben mich über den Winter begleitet und ich bin auch sehr, sehr zufrieden damit. Und zwar ist das beides von Lavera. Einmal die aufbauende Tagespflege mit weißem Bio-Tee und Karanjaöl. Und die ist wirklich in so einem Spender, das finde ich immer sehr schön und sehr, sehr leicht und zieht sehr gut ein und ist trotzdem, hat so einen ganz leichten Pfirsichduft eigentlich, finde ich fast. Ja, sehr pflegend und trotzdem so ein bisschen, also nicht wirklich ölig, aber ja, eben vor allen Dingen sehr, sehr gut einziehend, weil ich habe immer das Problem, ich habe eine recht trockene Haut, aber eben auch, ja, ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll, so fein und zart, da dürfen die Partikel nicht zu groß sein. Das zieht also selten richtig gut ein und diese Lavera ist sehr, sehr gut eingezogen und darunter immer ein Serum, ne? Wir sind ja schon bei der reiferen Hautpflege und das ist das dazu passende konzentrierte Lifting Serum. Und zwar ist das auch mit weißem Bio-Tee und Karanjaöl und das kommt mit so einer Pipette und da habe ich dann immer so ein, zwei Tropfen vorher drauf und das erfrischt einfach nochmal unheimlich und bereitet die Haut auch sehr gut vor, um eben die anschließende Pflege aufzunehmen. Und damit habe ich mich wirklich sehr gut versorgt gefühlt, auch gerade so in diesem Wechsel von kalter Winterluft zur trockenen Heizungsluft. Das Einzige, was ich so ein bisschen ab und zu festgestellt habe, ich trage ja hauptsächlich Concealer und Puder, aber wenn ich mal eine Foundation benutzt habe, dann ist die manchmal hier so ein bisschen weggeschwommen und ich habe mir sagen lassen, dass das etwas schwieriger ist, wenn man so Bioprodukte nimmt und dann eben ja, klassische Make-up-Produkte. Da bin ich so, ja, wie beim Essen, dass ich das, wo es geht und was am dichtesten an meine Haut rankommt, in der Pflege sowieso gerne Bio nehme und das auch natürlich super gut finde und da auch eine große Auswahl vorhanden ist. Bei der dekorativen Kosmetik muss ich einfach sagen, gibt es zum einen habe ich da noch sehr schöne alte Schätze und zum anderen gibt es eben auch da von der Auswahl, von der Farbe und auch von den Texturen teilweise einfach nicht das richtige Angebot. Also ja, schönste Bio-Qualität, aber Glitzer hoch 10 beim Lidschatten, damit kann ich dann leider nichts anfangen oder die Farben, das haut nicht hin und da, ja, entscheide ich dann eben einfach danach, was meine Bedürfnisse sind und so stelle ich mir das dann zusammen. Und also bitte keine große Diskussion, warum nicht Konsequenz und Bio und hier und da nicht. Und ja, ich schmücke auch mal gerne in der Drogerie und insofern, das werdet ihr ja hier nochmal ein bisschen weiter verfolgen können. Für die Nacht habe ich sehr gerne von Alverde dieses Gesichtsöl genommen und zwar ist das das Vital Plus, das klingt schon immer so nach, naja, Gesichtsöl Amaranth. Sehr reife Haut steht drunter, aber auch diese Bezeichnungen brauchen einen nicht zu irritieren. Es ist auch wieder so eine Pipette und wirklich ein sehr schönes Öl, sehr reichhaltig und deswegen auch wirklich eigentlich nur nachts oder wenn es sehr, sehr kalt oder sehr, sehr trocken war, zu verwenden. Zieht oberflächlich schon gut ein, braucht dann aber in der Tiefe ein bisschen, um aufgenommen zu werden und ja, insofern ist es dann, wenn ich so ein ja einfach gepflegtes Gefühl haben möchte und eben für die Nacht habe ich dann einfach das Gefühl gehabt, über die Nacht hindurch ist es sehr, sehr gut eingezogen. Und das waren wirklich meine Top 3 für den Winter. Und jetzt habe ich auch gleich ein bisschen was ausprobiert, beziehungsweise vom Body Shop. Drops of Use. Wollen wir das nicht alle?
Das ist ein ganz, ganz neues Produkt. Sie hat mir gesagt, das ist so eins der wenigen, die eben auf quasi ja pflanzlicher Basis da auch wirklich, also es ist ein Serum, sehr, sehr leicht. Auch wieder diesmal hier mit einer Pipette, die von oben so zu drücken ist. Und da braucht man so 2, 3 Tropfen. Die sind auch ein bisschen zäher. Das ist gar nicht so wässrig. Und ich zeige euch das einfach mal hier so, wie großflächig sich das verteilt. Das ist wunderschön. Riecht sehr zart, sehr frisch. Und ich lese euch da gleich was zu vor, weil hier auf der Packung ist eigentlich relativ wenig Information. Ja, es soll eben wirklich zur neuen Jugend wieder verhelfen, was natürlich durch eine einfache Creme und auch durch die tiefst einziehendsten Wirkstoffe in dieser Form nicht funktionieren kann, das ist ganz klar. Aber ich habe schon ein paar Testberichte gelesen und ich benutze es jetzt so circa eine Woche und ich finde auch, mein Hautbild hat sich schon ein wenig entknittert. Ich habe ja gerade hier so viele Blinzelfältchen und ja, die sind einfach schon etwas weniger tief, wie ich finde. Und ja, im Netz habe ich sehr begeisterte Reviews dazu gelesen und sie setzen also auf, Body Shop selbst schreibt, sie setzen auf natürliche Auszüge von Meerfenchel und Sommerflieder, wilder Malve und Thymian. Und das pflegende Bio-Babassu-Öl beziehen sie aus fairem Handel. Die Haut wird Tropfen für Tropfen revitalisiert und regt die Zellerneuerung an. Ihr Teint sieht glatter, frischer und gesünder aus. Ohne Parabene und ohne Silikone, das versteht sich in diesem Fall von selbst. Ja, und ich muss sagen, ich habe eine trockene Haut und ich habe nach der Anwendung sogar ein leicht zusammenziehendes Gefühl. Das heißt, es ist wirklich dieses Straffende, was da für mich im Vordergrund steht. Und gleich darauf benutze ich dann das Moisture Serum Vitamin E vom Body Shop, was auch so ein Pumpspender ist, ganz, ganz leicht. Und das, Leute, oh, riecht nach Nivea, nach guter alter Nivea-Creme von früher. Also das ist so eine Kindheitserinnerung. Ganz leicht, zieht auch ein, ohne zu glänzen und ohne zu kleben. Das finde ich total wichtig. Das ist manchmal, wenn die so sehr viel, nicht Algarve, diese grüne Frucht, Aloe Vera enthalten, dann backst das manchmal so ein bisschen. Das ist dann so ein bisschen schwierig. Und das Allerschönste, ach so, darüber, das zeige ich euch gleich, benutze ich dann eine andere Tagespflege, die da nicht dazugehört, aber da teste ich im Grunde genommen auch. Aber mein absoluter neuer Liebling ist das Vitamin E-Öl, Overnight Serum in Öl. So, das ist der Hammer. Das ist auch wieder, das ist sogar eine Glasflasche. Auch für Body Shop schon ein bisschen teurer. Ich gucke nochmal unten nach den Preisen, weil ich habe da so ein Angebot nutzen können von 3 für 2. Also 2 zahlen und das dritte kriegst du geschenkt. Und ich habe natürlich dann relativ alle 3 gleichpreisig gehalten und nicht noch eine Tages- und Nachtpflege dazu genommen, um das Angebot richtig ausschöpfen zu können. Und das ist einfach, das habe ich schon auf der Hand im Shop ausprobiert und dachte, oh, haben wollen, das ist so, so toll. Das hat auch so einen ganz leckeren Babygeruch, finde ich. Und das ist eben wirklich ein Öl, ein Serum in Öl. Das heißt, erstmal hat man so ein bisschen dieses ölige Gefühl, dann reibt man das ein und das ist wie diese trockenen Öle, die sofort sich verflüchtigen, die ja normalerweise sonst immer mit Silikon sind. Das ist hier natürlich nicht der Fall. Und überbleibt nur so ganz leicht glänzender, matter Schimmer und oh, total angenehm. Zieht viel besser ein als mein Alverde-Öl. Ist ja auch noch ein zusätzliches Serum gleich mit dabei und wirklich für die Nacht geeignet. Und ich liebe es jetzt schon. Ich bin gespannt, wie in 3 bis 4 Wochen meine Haut sich komplett verändert hat.
Und jetzt zeige ich euch noch ganz schnell meine Tagespflege, die ich im Moment ausprobiere. Das ist quasi auch nochmal ein kleiner Nachklapper von der Glossybox. Und zwar ist es von Othermal Aven, eine Marke, die es hauptsächlich in der Apotheke bekommt. Die meisten kennen das von dem Othermal. Das ist meistens, das Original war immer von Aven. Und das ist die Depigment Rich. Eine reichhaltige Tagespflege. Finde ich auch so ein bisschen apothekisch schon, hat so einen ganz spitzen, ja, wie so ein Stift so, und kommen auch nur so ganz kleine Tropfen raus und ist ein getöntes, ja, gelige Cremetextur. Gelig nicht, also nur weil es so ein bisschen puffert, ist es dann da drin noch ein bisschen dicker auch. Und das soll eben für Pigmentflecken helfen. Also deswegen denke ich, ist auch diese leichte Tönung, um das vielleicht schon mal so ein bisschen anzugleichen. Und ja, für trockene bis sehr trockene Haut. Von der Pflege her finde ich es wunderbar. Den Geruch finde ich auch angenehm. Und ich muss sagen, ich verwende das jetzt, glaube ich, schon 3 Wochen. Und es wird und wird nicht alle. Und zum Thema Pigmentflecken, ehrlich gesagt, merke ich da noch keinen großen Unterschied. Da habe ich schon 1-2 andere Sachen getestet, die deutlich besser sind. Aber da komme ich gerne nochmal zu. Wenn ihr euch da eine Review wünscht, bitte gerne schreibt es unter die Kommentare. Genauso, wenn ihr euch gerne noch einen Aufgebraucht von mir wünscht und was für einen spart. Ich würde es gerne so ein bisschen aufteilen. Also vorbereitet ist auf jeden Fall schon eins für die Haare. Und ja, also werde ich jetzt erstmal weiterverwenden, weil das ist jetzt genau die richtige Zeit und mal sehen, wie sich das auch mit dem Bodyshop verträgt, aber ich denke bisher ganz gut und ja. Wie sieht das bei euch aus? Ändert ihr auch eure Pflege? Geht das so peu à peu? So ist es ja bei mir auch. Ich werde den Rest noch ein bisschen aufbrauchen. Ich werde von La Vera das hier dann vielleicht auch manchmal abends nehmen. Oder dann auch für den Hals- und Dekolleté, das ist dann einfach nochmal eine gute Möglichkeit. Und ja, und vergesst nicht, in meine anderen Videos reinzuschauen. Es wird jetzt eben noch 1-2 Videos zu dieser Serie kommen. Mhm.